Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das elektrische Feld. Ich spreche noch immer über Kondensatoren. Ja, ein großes Thema. Und zwar, wir wissen jetzt, wie Kondensatoren geschaltet werden können, was ein Kondensator ist und so weiter. Wir wollen jetzt ein bisschen beleuchten, wie ein Kondensator wirklich funktioniert, den Strom- und Spannungszusammenhang ein bisschen herstellen von einem Kondensator. Ich habe deswegen da einen Kondensator aufgezeichnet. Ja, also es gibt einen Kondensator C, ja, ein bisschen eingezoomt, ja, da rinnt der Strom I hinein, der hat eine Spannung U, weil er aufgeladen ist auf eine gewisse Ladung Q. Es gilt ja am Kondensatorzusammenhang Q ist gleich, und da haben wir das C, die Kapazität des Kondensators, mal die Spannung am Kondensator. Gell? Das war dieser Zusammenhang, das war ja die Dings vor der Kapazität. So, jetzt stellen wir uns vor, der Strom I, der den hineinrinnt, ja, rinnt eine gewisse Zeit lang I mal Delta T. Okay? So ein kurzer Zeitabschnitt des Delta T stellen wir uns vor. Der rinnt da hinein. Was macht die Ladung? Ja, die wird größer werden. Okay? Die wird größer werden, und zwar, wir sind jetzt da aufgeladen auf eine gewisse Dings, und zwar um ein gewisses Delta Q wird das größer werden. Haben wir da die Ladung? Ja, da werden wir ein gewisses Delta Q ist gleich I mal Delta T, ja, also Rinderzeitl der Strom eine, größer werden. Okay? So, was passiert mit unserer Spannung? Wir haben ja hier praktisch die Gerade, ja, das Q ist C mal U. Was passiert also mit unserer Spannung? Back. Wird ebenfalls größer, und zwar mal Delta U. Okay? Und das ist ja die gleiche Gerade hier. Das ist ja das Gleiche. Das ist ja die Steigung der Gerade, die Gerade ändert sich ja nicht nur, weil er stickelt. Das heißt, eigentlich gilt das ja genauso nur für das Delta Q, und das C ist ja die Steigung der Gerade praktisch, mal Delta U. Das gilt ja da genauso. Ja, das ist ja nichts anderes. Jetzt setze ich das für das Delta Q, setze das I ein da. Ja. I mal Delta T ist gleich, weil wir einen Zusammenhang zwischen Strom und Spannung herstellen. Gell? Deswegen stellen wir das Q. C mal Delta U. Cool! Ich habe also nur mehr Ströme, Spannungen und Kapazitäten und Zeit. Okay, die Zeit. Das heißt, mein I ist gleich die Kapazität C mal der Spannungsänderung dividiert durch, und jetzt zeichne ich das schwarz, die Zeitänderung. Ja? Das heißt, wenn sich innerhalb einer gewissen Zeit die Spannung einen gewissen Wert geändert hat, dann muss ich das nur mit der Kapazität multiplizieren, und das ist der Strom, der reingeronnen werden muss, ja? Hereinrinnen musste. Ja? So kann ich das ausrechnen. Und jetzt stellen wir uns vor, dieses Delta T da wird sehr, sehr kurz. Wir machen einen sogenannten Infinitesimalübergang. Ja, das heißt, das Delta T, das heißt, das Delta Q wird da ganz klar, das Delta U wird ebenfalls ganz klar. Und wenn was so klar ist, dass man sich es gar nicht mehr vorstellen kann, praktisch unendlich klein, aber trotzdem noch da, ja, dann spricht man von einem Differentialquotienten. Dann schreibe ich kein Delta mehr, sondern schreibe D. Ja, dann wird das D, DU, ja, dividiert durch DT. Aber der Rest bleibt gleich. Ja, da ändert sich ja nichts. C, und das ist nach wie vor das I. Ja, das ist die Änderungsrate. Dann wird, das ist praktisch, wie viel Volt pro Sekunde ändert sich das? Das ist jetzt nicht mehr eine Änderung, eine kleine Änderung, sondern das ist die Änderungsrate, die Steigung praktisch der Spannung. Okay, das ist die Änderungsrate der Spannung.
multipliziert mal der Kapazität, das ist der Strom, der gerade in dem Moment hineinrennt. Wenn die Änderungsrate steil ist, rennt gerade viel Strom hinein, sehr logisch, ne? Wenn die Änderungsrate flach ist, klein, rennt gerade wenig Strom hinein. Okay? Auf der anderen Seite kann ich ja, um die Spannung zu erhalten, ja, kann ich praktisch alles aufsummieren, was da drunter ist. Ja? Das heißt, wenn ich meine Spannung haben will, dann habe ich praktisch 1 durch C, bringe das C auf die andere Seite. Ja? Also machen wir so, DU. Ja? Weil DU, das ist das. Schreibe ich blau, das schaut überhaupt schier aus. DU, ja, 1 durch C. Und dann muss ich noch mit DT multiplizieren. Na, I brauche ich natürlich noch. I, ja. Das steht ja da. Und dann muss ich nur das mit dem DT multiplizieren. Okay. So, was, das ist praktisch die Änderung. Jetzt summiere das alles auf. Ja. Jetzt sage ich, ja, und jetzt machen wir praktisch eine Summe. Ja. Wir integrieren vom Zeitpunkt 0, ja, bis irgendwo hin. Ja. Konstante Faktor bleibt konstant. Und darüben integriere ich genauso nach der Zeit. Ich summiere praktisch die Ladungen auf, das ist die Ladung, ja, die summiere ich auf und dividiere das durch C und dann kriege ich, das was ich da rüben rauskriege, ist die Spannung U im Kondensator, ja, ist gleich 1 durch C und das kriege ich nicht los, Integral I dt. Ja. Und zwar von 0 bis irgendein Zeitpunkt t. Ja, oder nehmen wir es tau. Von 0 bis tau, bis zu irgendeinem Zeitpunkt. Aufsummiert die ganzen i mal dt, also alles, was reingekommen ist an Ladung, aufsummiert, dividiert durch c, bug, dann habe ich u. Ja, das ist so, wie wenn ich hier lauter Scheibchen praktisch aufsummiere. Ja, summiere, ja, die ganzen Delta Qs. Ganzen DQs. Summieren wir auf. Schreiben wir da noch hin, 0 bis da, dass das da korrekt ist. Dann ist das die Spannung zum Zeitpunkt tau. Passt. Ja? Das sind also die zwei Differentialgleichungen. Differentialgleichungen heißen das, die einen Kondensator beschreiben. Das eine ist I ist gleich C mal DU nach DT. Ja? Also der Strom, der gerade hineinrinnt, ist proportional zur Änderungsrate der Spannung. Ja? Und das andere, U ist gleich 1 durch C Integral I DT. Ja? Das heißt, die momentane Spannung am Kondensator ist gleich der Summe von allen Strömen, die über die Zeit so hineingeronnen sind. Das sind die zwei Differentialgleichungen, heißt das, des Kondensators. Die Differentialgleichungen können wir noch nicht. Fehlt uns das mathematische, der mathematische Hintergrundwissen. Das kommt in Mathematik ein bisschen später. Ja. Deswegen verrate ich in den nächsten Videos die Lösung. Okay? Wie schaut das aus? Im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie schaut das aus, wenn ich so einen Kondensator. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, muss ich so sagen. Ja, ich weiß es. Ja, ein bisschen abstrakt. Nächstes Mal schauen wir uns an, was passiert, wenn ein Kondensator von 0 puff, auflädt. Ja? Oder was passiert mit dem Kondensator, wenn ich einfach puck, den kurz schließe. Ja? Das wird im nächsten Video passieren. Dazu müssten wir eigentlich diese Differentialgleichung lösen, brauchen wir aber nicht. Die verrate Lösung sehen wir dann eh. Ja?
ist relativ logisch, was passiert. Aber das im nächsten Video. Für dieses Mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.